Hallo, ich bin Anna von Einfach Nähen und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie ich mir diesen Pullover im Nashville-Style genäht habe. Viel Spaß! Seit einiger Zeit bin ich Fan der Country-Serie Nashville und dort ist mir regelmäßig ein Pullover begegnet, den ich ziemlich cool fand und von dem ich mir gedacht habe, den kann ich doch auch mal nachnähen. Und zwar ist es ein Raglan-Pullover gewesen, der vorne mit solchen Sicherheitsnadeln geschlossen worden ist. Also habe ich mir gedacht, ran an den Speck, ich suche mir ein Raglan-Shirt und probiere es einfach mal aus. Das hier ist die erste Version dieser ganzen Geschichte und zugegeben, die ist noch nicht ganz so wie das Original, denn das sieht eher so aus. Dort sind nämlich zusätzlich hier oben noch einmal Ösen angebracht, durch die dann die Sicherheitsnadeln durchlaufen. Bislang ist mir nicht eine einzige davon beim Tragen aufgegangen. Also ich habe wirklich schon dicke Jacken drüber gehabt, Rucksäcke getragen, mit den Kindern getobt, den Anschnallgurte im Auto da drüber laufen lassen. Die sind wirklich so flach dann am Körper, dass ich da bislang nicht die richtige Stelle gefunden habe, dass die Sicherheitsnadeln automatisch aufgehen. Können denn die Sicherheitsnadeln nicht rosten? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Eigentlich dürften die Sicherheitsnadeln nicht rosten, zumal auch diese schwarzen Sicherheitsnadeln ja auch noch mal lackiert sind. Ich werde das aber mal testen und sobald mir auffällt, dass die Sicherheitsnadeln tatsächlich rosten, würde ich sie dann auch vor dem Waschen tatsächlich aus dem Pullover einmal rausnehmen. Ich meine, bei dem sind es jetzt 6 Stück. Das ist nicht so aufwendig und danach dem Waschen kommen sie einfach wieder rein. Und jetzt zeige ich dir erstmal, wie diese beiden Varianten des Nashville-Style-Pullis genäht werden. Viel Spaß! Für einen Nashville-Pulli brauchst du je nach Größe etwa 1,5 Meter Stoff. Ich habe mir hier so einen grau-schwarz melierten Wollstoff ausgesucht, der auf der Innenseite ganz glatt ist. Dann natürlich ganz viele Sicherheitsnadeln, die gibt es mittlerweile auch in unterschiedlichen Farben. Diese hier sind jetzt schwarz. Und je nachdem, ob mit oder ohne Ösen, natürlich noch Ösen. Ich habe hier 5 mm Ösen und noch das dazugehörige Werkzeug. Die Löcher habe ich allerdings mit einer Lochzange gemacht. Als Schnittmuster diente mir ein Herren-Raglan-Schnitt in der Größe XL, denn ich wollte es nicht ganz so eng haben. Und am Rückenteil und am Vorderteil habe ich den Halsausschnitt und auch einmal hier die vordere Raglan-Naht an Vorderteil und Ärmel mit 2 cm zugeschnitten. Auf die Raglan-Naht habe ich von innen dann noch etwas Nahtband aufgebügelt, das Ganze nach innen geschlagen und dann einmal von außen abgesteppt. Das gleiche habe ich auch hier vorne mit dem Halsausschnitt gemacht. Danach wurde der Pulli einfach ganz normal an den Seiten geschlossen und dann habe ich festgestellt, dass mir das doch ein bisschen zu weit auf ist, sodass ich hier die Raglan-Naht nachträglich noch ein bisschen mit der Hand geschlossen habe. Nachdem ich auch den Rest vom Halsausschnitt nach innen eingeschlagen und festgesteppt habe, konnte ich dann die Sicherheitsnadeln anbringen. Für etwas mehr Kontrast habe ich mich für die silbernen entschieden. Je nachdem, welche Größe die Sicherheitsnadeln haben und wie man sie steckt, kann der Schlitz mal etwas weiter oder auch etwas mehr zusammen sein. Für die graue Variante mit Ösen habe ich einen Wintersweat gewählt und weil der Stoff etwas steifer ist, das Schnittmuster in der Größe M ausgeschnitten. Hier ist der Schlitz insgesamt nur etwa 15 cm geöffnet und ich war so schlau, diesmal vorher die Raglan-Naht mit der Nähmaschine bereit zuzunähen, habe dann die Nahtzugabe auseinandergebügelt und den Schlitz im Abstand von etwa 1 cm abgesteppt. Danach wurden die Ösen eingeschlagen und jetzt muss ich nur noch von außen die Sicherheitsnadeln durch die Ösen einmal durchziehen. Und dann ist schon mein neuer Pulli im Nashville-Style fertig. Viel Spaß beim Nachnähen!